Habe ich den Zweck, den ich im Auge hatte, erfüllt oder nicht? Und wenn nicht, warum nicht? Woran hat es gehapert? War die Absicht doch keine rechte? Waren die Mittel doch nicht gut? Oder lag es daran, dass beide nicht im Dhamma enthalten sind? Dass sie gegen die heilsame, heile, selbe Wort wie heilig, verstoßen haben? Natürlich braucht man dazu einen Moment. Es schützt einen vor impulsiven Sprechen und Handeln. Und es schützt einen auch davor, das Sprechen und Handeln als selbstverständlich anzunehmen und irgendwie damit fertig werden zu wollen, sondern wissen, das ist gut, das kann ich tun oder das ging. Das ist Wissensklarheit auf einer gewissen tagtäglichen Ebene. Das gehört zur Achtsamkeit dazu. Selbstverständlich, bei den Gedankeninhalten praktizieren wir das sowieso schon. Sind sie heilsam oder unheilsam? Muss ich sie ersetzen, wenn sie unheilsam sind. Aber genau dasselbe bezieht sich auf unser Sprechen und auf alle Handlung, die wir vollführen. Es dauert einen Moment, aber nur einen kleinen Moment. Und dazu hat jeder Zeit. Sehr häufig fehlt die Willenskraft, der gute Wille, sich so zu betrachten. Es erscheint mühsam. Es erscheint, als ob wir uns selbst eine Aufgabe stellen. Wenn wir daran gewöhnt sind, ist es selbstverständlich und wird zur Freude. Genau das, was wir auch gelesen haben gestern von Johannes Tauler. Es dauert, man braucht Zeit. Aber hat man es dann einmal gemacht, dann wird es lustvoll. Geduld ist eine erstklassige Charaktereigenschaft, die man dazu braucht. Durchhaltevermögen. Aber hier gehört noch etwas anderes dazu, zu dem, was sie eben gesagt hat. Hier gehört Klarheit dazu. Nicht Wunschdenken, nicht Fantasieren. Nicht von sich irgendeine übertriebene oder untertriebene Meinung zu haben, sondern klar sehen. Achtsamkeit und Wissensklarheit sind die beiden Begleiter, die uns im täglichen Leben immer wieder auf die spirituelle Bahn lenken können. Und dazu kommt natürlich die Meditation und etwas, was der Buddha besonders empfohlen hat. Noble Freunde und noble Unterhaltung. Wir haben viele Dinge, die die Nahrung für den Geist ausmachen. Dazu gehören unsere Unterhaltung. Wenn die sich ständig und immer nur um das Weltliche dreht, Geschäfte machen, Geschäfte tätigen, mehr Profit, weniger Arbeit, Vergnügung, Ablenkung, Abwechslung haben. Wenn sich das alles nur darum dreht, das ist die Nahrung für den Geist. Und da der Geist äußerst beeinflussbar ist, das ist, worum er sich kümmert. Das heißt, wir brauchen dringend noble Freunde, mit denen wir noble Unterhaltungen führen können. Der Buddha hat gesagt, dass ein nobler Freund das ganze spirituelle Leben ausmacht. Ein nobler Freund ist ein Freund, der uns immer wieder
auf den richtigen Pfad verweist, der uns immer wieder zeigt, dass es andere Dinge gibt, als was die Welt uns offeriert. Weil das nur mit den Sinnen erfassbar ist, was in der Welt offeriert wird, wird uns immer wieder daran erinnern, dass es ja etwas anderes in uns drin gibt. Er wird uns helfen, diesen Weg nach innen zu gehen. Er ist hoffentlich schon ein paar Schritte weitergegangen und kann uns daher eine helfende Hand reichen. Er wird uns unterstützen, aber auch die Wahrheit sagen. Nicht Dinge sagen, die uns vielleicht, wie wir uns vielleicht wünschen, sondern die Wahrheit. Wenn wir so einen Freund haben, sollten wir beglückt sein und äußerst dankbar und versuchen, auch so ein Freund zu sein. Gleich und gleich gesellt sich gern. Wenn wir selber ein nobler Freund sein können, ist es viel leichter, noble Freunde zu finden. Ein nobler Freund ist der gleiche, ob es uns gut oder schlecht geht. Er bewahrt unsere Geheimnisse und erzählt seine. Er ist bereit, auch schwierige Hilfeleistungen zu bringen. Nicht nur, wenn es gerade Zeit hat, wenn er gerade Zeit hat dazu, sondern auch, wenn es schwierig wird. Und praktiziert. Übt, um die unter die Rubrik nobler Freund auch immer fallen zu können. Nicht dran zu vergessen. Wenn wir selbst das üben, so besteht gar keine Frage, dass solche Menschen sich auch dazu gesellen. Und das ist eine Riesenhilfe. Die Nahrung für den Geist kommt durch unsere Unterhaltungen, durch die Medien, die Bücher, die wir lesen und die Gedanken, die wir haben. Ganz sicher passen wir auf, was wir für Nahrung für den Körper haben. Sind vielleicht sogar sehr daran interessiert, Gesundheitsnahrung zu essen. Warum auch nicht? Aber es ist viel wichtiger, Gesundheitsnahrung in den Geist hineinzugeben. Der Körper kann einiges verkraften. Der Geist sackt ab. Immer mehr. Was wir denken, worüber wir uns unterhalten, was wir lesen, und was wir uns anschauen, das ist die Nahrung für den Geist. Aufpassen. Genauso wie man aufpasst, was man auf dem Teller hat und in den Mund reinsteckt. Oder in der Küche kocht. Noch mehr aufpassen. Weil es geht schneller. Und wir haben schon Jahrzehnte damit verbracht, diese Nahrung, die da in uns hineingestopft wird, für selbstverständlich anzunehmen und nicht aufzupassen. Im Geschäftsleben, das heißt im Berufsleben, sind sehr häufig die Unterhaltungen nicht nobel, sondern häufig auch sogar rein materiell oder sogar negativ. Es liegt dann an demjenigen, der meditiert, diesen Unterhaltungsstoff zu ändern, wenn er kann. Wenn man sich diese Fähigkeit angeeignet hat, die Unterhaltung in andere Bahnen zu leiten, so ist das sehr günstig.
hat man die Fähigkeit nicht, man muss nicht dabei bleiben. Man kann sich entschuldigen. Höflich, freundlich, liebevoll, aber entschuldigen. Aufpassen auf die Nahrung, die in den Geist hineinkommt. Je mehr Dinge man tut, verschiedene Dinge auf der weltlichen Ebene, desto mehr ist der Geist engagiert, wenn die Achtsamkeit nicht vorhanden ist. Die Achtsamkeit bei körperlichen Handlungen, Beschäftigungen, beschützt uns vor allen Negativitäten und hilft dem Geist, wenn er sich auf das Kissen setzt, wieder konzentriert. Also die Hilfsmittel, die wir bis jetzt besprochen haben, Achtsamkeit und Wissensklarheit, noble Freunde und noble Unterhaltung. Bei dem Thema noble Freunde kommt Folgendes dazu. In unserem Mitteilungsblatt sind zwei Seiten mit Meditationsgruppen von Schülern von mir. Wenn man in der Nähe von einer dieser Gruppen lebt, sollte man dort anrufen, fragen, welchen Abend meditiert wird und sich dazugesellen einmal die Woche. Erstens einmal trifft man solche Menschen, die an dem Gleichen wie wir selbst interessiert sind, also noble Freunde. Man hat die Unterstützung der Gruppe, was auch hier eine große Rolle gespielt hat. Und es ist äußerst hilfreich zu sehen, dass andere Menschen dasselbe versuchen, wie man will. Denn es kann sehr leicht sein, dass die anderen Freunde, die man hat, daran überhaupt nicht interessiert sind. Ist in dem Mitteilungsblatt nicht zu finden, was in der Nähe des eigenen Heims ist, so ist es möglich, bei Gudrun nachzufragen, ob es jemand mit der gleichen Postleitzahl in unserem Postlisten zu finden ist. Sollte das auch nicht der Fall sein, dann selber eine Gruppe gründen. Zwei Leute sind eine Gruppe. Viel einfacher als alleine. Wenn zwei etwas zusammentun, ist es nicht nur doppelt so effektiv wie einer. Es ist mehr als das. Es ist zwei hoch zwei. Und aus den Zweien entwickelt sich dann noch mehr. Diese Gruppen, die dort angeschrieben sind im Mitteilungsblatt, sind verteilt über das ganze Land, aber natürlich fehlen einige Städte und Orte. Und so kann man nach der Postleitzahl fragen. Für die Münchner und Umgebung ist es ganz einfach. Wir haben ein Stadtzentrum, das auch im Mitteilungsblatt angegeben ist und wo jeden Abend ein Programm ist und auch für morgens Meditation. Dazu gewählen. Dazu gehen. Es kann nichts Besseres geben, als mit den Menschen zusammen zu sein, die entweder den Pfad schon länger gehen oder einem hilfreich sein können dabei und vor allen Dingen einen dabei unterstützen, es weiterzumachen. Alleine ist es schwierig, außer man hat ziemlich außergewöhnliche Willenskraft. Wenn man außergewöhnlich starke Willenskraft hat, dann bleibt man bei der Stange auch alleine. Aber die meisten Menschen brauchen Unterstützer. Ich kann das nur empfehlen, sich einmal die Woche zu einer Gruppe zu gewöhnen.